Hallo liebe Leute und hallo neue Abonnenten. Ja, der ein oder andere wird es bestimmt schon mitgekriegt haben. Und zwar den ersten Teil, also das Unboxing und die ersten Blicke der Neumann Referenz 801 Lautsprecher. Diese werde ich jetzt in diesem Video einfach mal ein bisschen genauer vorstellen. Quasi ein Review darüber machen. Wir gucken oder beziehungsweise ich schaue mir das Aussehen an, die Ausstattung und vor allem den Klang. Und an wen richtet sich dieser Lautsprecher schlussendlich nun endlich? Da werden wir in diesem Video oder werde ich in diesem Video einfach mal ein bisschen drüber reden. Und ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Dein Speakershocker. Der Lautsprecher kommt mit einem, ja, sagen wir mal, sehr schlichtem Design daher. Ohne irgendwelche Schnörkeleien kommt er einfach daher. Ein direkt zu erkennbares Drei-Wege-System. Sehr schlicht. Das gefällt jedem, sogar den weiblichen Zuhörern. Denen gefällt das auch sehr gut, diesen Lautsprecher. Der meinen viele, der sieht cool aus, der passt auch bei mir zu Hause hin, egal wie es zu Hause aussehen hat. Ja, wenn man die richtige Farbe hat, kann das so sein. Doch auch einigen männlichen Zuhörern ist der Lautsprecher etwas zu schlicht, etwas zu einfach. Könnte ruhig eine Ecke aggressiver sein. Dennoch kommt der Lautsprecher sehr elegant und etwas sogar edel daher, wenn man mal von den kleinen Kleberändern absieht, die bei den Bassreflex-Öffnungen sich dann auftun. Der Stahlsockel mit den Spikes wirkt dagegen sehr edel und ist in der Preisklasse nicht überall anzufinden. Es knarrt nichts, es klappert nichts, Windgeräusche sind nicht vorhanden, hört man nicht selbst bei tiefsten Basstönen, wo die Tieftöner schön am Arbeiten sind. Hört man hinten zwar Windrauschen, aber das ist ganz normal. Das hat jetzt nichts mit dem im ersten Teil zu sehen im Netz zu tun. Das bewegt sich noch nicht mal, das macht gar keine Geräusche. Und die Stabilität des Gehäuses passt auch. Sogar einige Tiere fanden den Lautsprecher so interessant, dass sie ihn direkt, ja, beklettern mussten. Und ein Tier fand es sogar so interessant, ihn als letzte Ruhestätte auszuwählen. Ja, kann man mal sehen, ne? Selbst die Natur ist von diesen schlichten Lautsprechern begeistert. Eigentlich macht die Ausstattung auch das Aussehen des Lautsprechers, denn man sieht sofort, worum es sich bei den 111,5 cm hohen Lautsprecher handelt. Richtig, ein Drei-Wege-System. Verbaut sind drei 16,5 cm, ja zwei Tieftöner unten und der Mitteltöner oben ist genau dasselbe Stück, wird allerdings von der Frequenzweiche ein bisschen anders angetrieben. Es ist ein Aluminium-Druckgusskorb verbaut worden und ein Ferritmagneten, was in der Preisregion völlig üblich ist. Dabei findet noch in dem 21 cm breiten Gehäuse ein Seiden-Kalotten-Hochtöner Platz. Die Tiefe von 31 cm ist den zwei hinten angebrachten Bassreflexöffnungen geschuldet. Somit sieht der Lautsprecher auf jeden Fall schon mal wie ein richtig ausgewachsener Lautsprecher aus. Wir haben oben den Tiefmitteltöner 16,5 cm, in der Mitte quasi den 5 cm ja, Seidenkalottenhochtöner und unten halt die zwei Tieftöner, ebenfalls 16,5 cm oder für denjenigen, den es interessiert, 6,5 Inch oder Zoll. Gewicht bringt der Lautsprecher mit dem Fuß insgesamt um die 21 Kilogramm auf die Waage. Also Leichtgewicht ist es nicht unbedingt und er steht, wie gesagt, auf den Spikes auch sehr stabil da. Das macht auf jeden Fall schon mal was her. Und hinten haben wir, wie gesagt, die beiden Bassreflexöffnungen und ein B-Amping-Anschlussterminal für das Lautsprecherkabel. Da kann man sich aussuchen, wie man den Lautsprecher betreiben möchte. Die Brücken, die man dafür braucht, wenn man nur einen Verstärker verwenden möchte, sind schon integriert. Man kann den Lautsprecher aber auch als B-Amping-Modell verwenden. Das ist gar kein Problem. Anschlüsse für Bananas inklusive. Jetzt haben wir lang genug an dem heißen Brei herumgeredet. Kommen wir mal zu den klanglichen Eigenschaften, was die Neumann Referenz 801 so ja, auf die vier Spikes stellen. Was ist das? Was kann das? Taugt das was? Auf dem ersten Höreindruck zaubert der Neumann Lautsprecher einen sogar ein Lächeln ins Gesicht. Sehr dynamisch spielt er, sehr klar spielt er und die überall zu lesenden kristallklaren Höhen kann er auch. Gar kein Problem. Auch der Bass kommt nicht zu knapp. Der geht wirklich tief runter, hätte ich im Lautsprecher gar nicht zugetraut. Und knackig und laut ist der Bass auch noch. Hey,
Allerdings, um ein wirklich gutes Bassergebnis zu erzielen, möchte der Lautsprecher doch schon einen sehr leistungsstarken Verstärker haben. Also 100 Watt an 4 Ohm oder auch ein bisschen mehr sollten es dann schon sein. Pegel lassen sich auch mit schwächeren Verstärkern erreichen, aber dann hat man einfach nur Lautstärke. In dem Stereo-Dreieck kommt die Lautstärke sehr gut rüber. Aber wenn der Verstärker doch ein bisschen zu schwach auf der Brust ist, kommt der Bass nicht so ganz gut rüber, wie man meinen könnte. Bei dem Rocksong Time to Wonder von Fury in the Slaughterhouse hat das Pärchen mich echt überrascht. Der Bass, der da ist, der ist wirklich wunderbar und sogar an der Couch richtig ordentlich zu merken, als hätte man doch irgendwie schon so einen Subwoofer oder sowas an. Nein, das machen die Numens ganz von alleine. Und da macht der Hochtöner und der Mitteltöner sich auch ein bisschen breit. Die Gitarren, die kommen sehr, sehr gut rüber und das macht richtig Spaß, das zu hören. Vorausgesetzt, man hat die Lautsprecher wirklich in einem schönen Stereo-Dreieck aufgebaut. Dann macht das Ganze richtig Spaß und der Pegel, den die beiden da noch erreichen, ja, der ist ja dann bald schon echt partytauglich. Bei Celine Dion macht der Hochtöner dann echt einen richtig geilen Job. Die hohe Stimme kommt klar und sauber rüber, so als würde nicht Numen, sondern Celine in den Raum stehen. Richtig hammermäßige Sache. Doch, bei Kenny Rogers, da kennt man den Typ ja eigentlich eher so, der kann richtig tief singen. Und da tun die Numens sich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. Als ich mir das angehört habe, dachte ich mir, warte mal, der kann doch wirklich tiefer singen. Ja, das kann er auch. Und da ist der Mitteltöner der Numen-Lautsprecher ein bisschen komisch abgestimmt. So tiefe Männerstimmen oder so, das sind nicht so ganz seine Stärken. Da fehlt dann einfach was. Der Tieftöner fängt noch nicht an und der Mitteltöner hört schon auf. Da fehlt ein bisschen was. Das merkt man bei Stimmen ganz deutlich, wenn die Stimme sehr tief ist. Da fehlt es dann einfach wirklich bei den Mitten. Und dreht man das Ganze jetzt auch noch bis fast an die Leistungsgrenze auf, dann verstärkt sich dieser Effekt nur noch. Das heißt, dann werden noch mehr Hochtöne zum Mitteltöner übertragen. Der Mitteltöner überträgt ein bisschen weniger Mitten. Der Bass, der ist knallig vorhanden, aber der Hochton, der wird dann ein bisschen so überdimensionant. Einfach zu krass, meiner Meinung nach. Gut, es gibt Leute, denen gefällt das. Übertreibt man es dann wirklich mit der Leistungszufuhr bei dem Lautsprechern, versagen die liebevoll gemeinten Mitten dann wirklich extrem. Die fallen dann total in den Keller. Der Hochtöner wird dann immer lauter, der Bass wird immer lauter, die Mitten fehlen. Und wenn man es dann noch weiter übertreibt, dann fängt es irgendwann an, in den Ohren zu klingeln, richtig weh zu tun. Es hört sich kreischend an. Macht man es dann noch lauter, weil man denkt, boah, der Bass, der kommt immer noch sauber knackig rüber. Ja, dann machen sich die Tieftöner dann bemerkbar. Da hört man dann auch schon, dass da dann irgendwie die mechanische Grenze erreicht ist. Da ist dann nicht mehr viel vorhanden und dann sollte man wirklich auch leiser drehen. Denn ein Überlastungsschutz ist bei dem Numen Referenz 801 nicht dabei. Aber dann hat man schon Pegel von jenseits Gut und Böse. Also man kann sich daneben, wenn man nebeneinander auf der Couch dann sitzt, man schreit sich an und man versteht sich dann trotzdem nicht. So laut können die Lautsprecher dann tatsächlich werden. Das ist gar nicht mal so übel. Nur die Mitten, die fehlen halt ein bisschen. Aber für wen ist denn der Lautsprecher jetzt eigentlich überhaupt gedacht? Kurzum, die Numen Referenz 801 Lautsprecher sind für Anfänger ideal. Ja, der ist ein erwachsener Lautsprecher für wenig Geld, ohne dass man direkt arm werden muss. Der sieht optisch gut aus und klanglich macht da auch noch was her. Natürlich, der visierte HiFi-Fan oder der Musik schon jahrelang und gerne hört und der auch schon mal richtig viel Geld investiert hat in eine Anlage, der wird dann irgendwann doch die ein oder andere Macke der Referenz 801 dann doch hören. Aber der Anfänger, der ist, finde ich, glaube ich, der ist erstmal richtig happy. Also auf jeden Fall ein Probehören dieser Lautsprecher würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man Anfänger ist und weiß nicht, ah, was hole ich mir für Lautsprecher? Ich möchte schon Standlautsprecher, ein Drei-Wege-System, aber halt nicht so teuer. Denn Bass können sie auf jeden Fall gut, Höhen können sie gut und es ist ja nicht so, dass die Mitten ganz weg sind. Wenn wir jetzt mal das Ganze bewerten sollen, machen wir mal 5 Punkte ist top und 0 ist beschissen, dann würde ich das Ganze jetzt einfach mal gemessen an den Preis so veranschlagen. Das Aussehen würde ich mit 4 von 5 Punkten bewerten, weil es einigen doch oder manchmal doch ein bisschen zu langweilig ist. Selbst wenn die magnetisch halteren Gitter draus sind, die auch bei starken basslastigen Musikstücken immer noch ordentlich halten und nicht runterfallen oder so, einigen wirkt der Lautsprecher doch etwas zu langweilig und sticht nicht unbedingt so als Lautsprecher hervor, sondern eher so, als wollte man ihn in die Wohnwand integrieren und man darf ihn am besten gar nicht sehen. Darum 4 von 5 Punkten.
Die Ausstattung, da gebe ich einfach mal 5 von 5 Punkten, denn ein 3-Wege-Lautsprecher für das, was er angeworben wird, ein 3-Wege-Lautsprecher ist es, mehr muss es einfach nicht haben. Top, wir haben 2 Tieftöner, einen Mitteltöner und einen Hochtöner. Perfekt. Ja, den Klang, den würde ich mit knapp 4 Punkten auch bewerten, weil der ist wirklich nicht so übel, nur die Mitten, die fallen mir halt ein bisschen wenig auf. Aber das Ganze wird dann schon wieder wettgemacht durch den guten Bass, den diese Lautsprecher dann doch eigentlich erzeugen. Wenn man sie perfekt in einen Stereo-Dreieck aufstellt, dann macht das Ganze richtig Fun und der Lautsprecher wird dann auch auf einmal sogar noch pegeltauglich. Das ist eine coole Sache. So würde ich die Bewertung einfach mal gemessen an den Preis und den Höreindruck eines Anfängers. So würde ich das Ganze jetzt einfach mal hier so darlegen. Und ich würde einfach mal sagen, hört das Ganze doch einfach mal Probe, denn ihr könnt 60 Tage Probe hören ohne Probleme. Das ist gar kein Problem. Und wenn es euch gefällt, dann gib's zum Nachbarn, schick's zurück. Behaltet es, wenn's gefällt. Müsst ihr selber entscheiden, denn Probe hören finde ich immer noch ist das wichtigste Kriterium für den Entscheid eines Lautsprechers. Denn der eine den findet den gut, der andere findet den scheiße und was meine Meinung, muss man selber sich immer bilden. Ich komme jetzt zum Ende des Videos und bedanke mich erstmal für die nette Bereitstellung dieser Testobjekte von Numan und dass ich dieses Video euch machen durfte. Ihr seid das Ganze ja auch schuld. Ihr habt doch gefragt, ob ich Numan Lautsprecher kenne. Ich gesagt, nein. Der Hersteller sagte, oh, müssen wir ändern, schicken wir dem mal was. Coole Sache auf jeden Fall, hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Und natürlich werde ich die Lautsprecher im Nachhinein immer noch weiter testen. Falls irgendwelche negativen Sachen noch auffallen sollten, werdet ihr es als erstes erfahren. Natürlich der Hersteller dann auch. Ne? Gar keine Frage. So, ich verabschiede mich jetzt aus diesem Video und wünsche euch noch alles Gute. Und als nächstes werden dann mal wieder Kanalvorstellungen sollen mal wieder kommen. Soundchecks hatten wir erst. Dinge, die man lieber nicht kaufen sollte, die werden demnächst auch mal wieder kommen. Und Dinge, die langsam oder auch schon aus dem Alltag verschwunden sind, darüber wird auch demnächst mal wieder ein Video kommen. Bleibt also dran. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne einen Daumen geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren kannst du mich auch. Das ist kostenlos. So, ich schleiche mich. Tschüss.